Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Arni. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Unser gebührenpflichtig glänzende Gottheit hat einen neuen Vlog ins Internet gelümmelt. Und weil ich mir den nicht alleine anschauen kann, ziehe ich euch da wieder mit rein. Ich mach mal hier Ding. Oh, wo ist er denn? Da ist er. So. Was ist passiert, Leute? Ich habe gestern ein Video... Hab mich noch nicht ganz davon erholt, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte... Meine Laune war neutral. Ich habe mich da echt ein bisschen matt werden lassen, muss ich zugeben. Heute geht's schon wieder weg. Es ist, alles, was ich mir erhofft habe, war halt, Michi. Löwen. Wir haben einen neuen Vlog. Ich will gar nicht daran rumreden. Ihr wollt ihn schnell haben. Ich habe mir gedacht, Arni, machst du morgen. Ist schon spät. Die Überprüfung bei mir dauert sowieso immer Stunde oder noch länger. Aber dann dachte ich mir, nee, Arni, die Leute wollen das jetzt auch sehen. Die wollen nicht bis morgen warten. Und weil ich euch liebe, mache ich es jetzt. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, der Just Nero hat heute auch ein gutes Video rausgehauen. Auch mal in Überlänge, ja, Liebe und Ehre geht raus. Der Link dazu in der Videobeschreibung zu Just Neros Kanal. Könnt ihr euch mal in voller Gänze geben, das Video. Ich finde das sehr interessant. Er hat ein bisschen die Öffentlich-Rechtlichen hat er sich ja mal vorgenommen. Und das hat er sehr gut gemacht, finde ich. Leute, ich würde sagen, wir gehen hier rein in die Michi. Let's go. Ja. Technik, Reini. Sowas könnte dem Arni könnte das nicht passieren. Sich stumm zu schalten. Ha, das würde mir doch nicht passieren. Metal, Leute. Das Mikrofon ist wieder ein bisschen nervig gerade. Ja, Reini, ich glaube nicht, dass das groß am Mikrofon liegt, wenn ich ganz ehrlich bin. So, ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute wieder mit einem Vlog. Warum begrüßt du die Leute mit einer Handbewegung, während du Vlog sagst? Allerdings sind wir nicht in der 140. Ja, hinter ihm steht wirklich 140. Sondern in der 141. Gut, das hätte man jetzt auch nochmal kurz pausieren können, stoppen können. Diese Szene, die ich euch im letzten Video gezeigt habe, dieser Fehler in seinem Greenscreen, ist immer noch da, ne? Die er schon nach dem ersten Video beheben wollte, ist immer noch da. Genau. Was soll ich jetzt groß sagen? Also so fingen damals seine Vlogs auch schon an. Wisst ihr noch? Was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Wie geht das Ding eigentlich über 12 Minuten? Achso, wir schauen das natürlich beim guten Spiegellord, ja? Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Genau wie zu ein Influencer, der kein Mensch mehr ist. Zu, wie gesagt, Just Nero, zum Heiligen Ofenkäse. Schaut euch da mal ein bisschen um. Liebe geht überall hinaus. Zunächst mal suche ich mir mal ein anderes Lied aus. Junge, der hört jetzt währenddessen wieder Musik. Ich könnte nicht Musik hören und dann was Interessantes erzählen. Würde bei mir nicht funktionieren, bin ich ganz ehrlich. Ich würde von der Musik abgelenkt sein. Und wir kennen Rainer. Der kann keine zwei Dinge auf einmal machen. Wisst ihr noch damals, woher kommt das Fliesen? Wisst ihr noch? Wenn nicht, auf der Cloud ist das Video. Ich glaube, Vlog, was war es denn? 61 oder 71, irgendwie was in der Ecke. Wo er erzählt hat, man konnte auf YouTube damals, wollte er sagen, Direktnachrichten schreiben. Er hat aber eine Fliese in der Hand. Und er sagte, man konnte auf YouTube damals fliesen. Er kann einfach nicht zwei Dinge auf einmal machen. So. Und das alles, die 140 zu 141 machen im Background, sich warum auch immer Musik anmachen und so weiter, das hätte man alles vor dem Video machen können. Man hätte jetzt kurz, das Video ist noch keine Minute alt. Man hätte jetzt kurz Stopp drücken können und drückt nochmal auf Aufnahme und sagt, ja, Metal-Leute hier, jetzt willkommen beim Ding, Löwen, Michi. Und, Servus. Aber nö. Ja. Man kann es auch lassen und sich dann wundern, warum man nicht die Qualität oder Reichweite von einem Gronkh oder Tanzverbot hat, ne? Das heutige Video ist, irgendwie habe ich das Gefühl, das Mikro ist zu leise. Aber der Ausschlag ist eigentlich ziemlich hoch sogar.
Nein, Rainer, das liegt daran, dass du flüsterst, damit dich Mario nicht hört. Der läuft echt nur scheiße. Man hört der nebenbei Radio oder wann? Nein, du kannst dir doch ein Lied aussuchen, wenn du schon eins hören willst. Dann gibst du bei YouTube einen, mach deine Playlist und let's go. Und das musst du doch nicht jetzt während... Ach komm, ist mir egal. Ist was... Ach komm, was... Ach, als wenn ich es nicht kennen würde. Entschuldigung. Eigentlich soll ich das Ganze nochmal neu aufnehmen, aber irgendwie ist doch das immer das Sympathische an mir, oder? Möchtest du darauf wirklich eine ehrliche Antwort? Eine ehrliche Antwort meiner Meinung nach? Nein. Meiner Meinung nach, und das ist nur meine bescheidene Meinung, ich habe noch keine sympathische Seite an Reini gefunden. Ich verfolge ihn jetzt, oder verfolge seinen Content jetzt, seit 2015. Über 7 Jahre. 7 Jahre und ein bisschen mehr. Schaue ich jetzt Reinis Videos. Und ich habe noch nicht eine sympathische Seite an Reini gefunden. Das ist ja was, immer mitten in der Aufnahme mache oder mitten im Video. Nein, Rainer, das spricht einfach dafür, dass du dir weder für deine Videos, für deinen Content, für irgendwas Mühe gibst. Das beweist du damit. Wenn ich jetzt sage, Rainer, du bringst keine Qualität und du sagst, doch, bringe ich, beweis mir das Gegenteil, könnte ich dieses Video hier zeigen. Und damit hätte ich es bewiesen. Zack. Rainer, das würde bei einem Tanzverbot, glaube ich, nicht passieren in einem Video. Vielleicht mal in einem Livestream oder so. Klar, das kann jedem passieren. Ihr kennt mich, ja? Technik-Dulli. Aber in dem Video doch nicht. Klar, verhaspel ich mich auch mal. Aber wenn ich sowas hätte jetzt, nach nicht mal 2 Minuten, würde ich das Video einfach nochmal anfangen. Wie oft ich mich verspreche, wenn ich, was weiß ich, gebührenpflichtig glänzende Gottheit sage, ja? Die Szene nehme ich sowas, nehme ich meist 3-4 Mal auf. Das lasse ich nicht, das Verhaspelte drinne. Nein, dann nehme ich es einfach nochmal auf. Nee, aber Reini, pff. Ist so egal. Video, dann mit einem Livestream. So. So. Das Video ist nicht pausiert, ne? Das läuft. Guck mal auf seine Haare, wie das alles krisselt da mit dem Greenscreen. Das wollte er auch schon. Hat er letztes Mal gesagt, das ärgert ihn. Ja, Qualitätsoffensive, wurde wieder groß angekündigt. Er wollte den Fehler da oben beheben. Er wollte mal gucken, dass er mit seinem Greenscreen auf die Reihe kommt und so weiter. Leute, was ist passiert? Nichts. Irgendwie habe ich heute nichts Gescheites drauf. Heute? Also, das Mikrofon ist heute auch nicht wirklich das Bombenteil. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es am Mikrofon liegt. Was es sein könnte? Wartet mal, ich mach mal eben die Abdeckung weg. Das hätte man alles nicht unbedingt im Video gebraucht. So, dann kann ich es nämlich ein bisschen freier benutzen. Also. Wie viel Freiheit? Aber nein, bringe ich jetzt nicht. Es geht auch deutlich besser, glaube ich. Es geht immer ein wenig besser, Rainer. Das Problem ist, dass dir das komplett Latte ist. Das, was du jetzt machen willst, dieses 4D-Schach, du willst zeigen, dass du dein Mikrofon hast. Das willst du zeigen. Das Problem ist, mein Kabel ist zu kurz. Und man hört, dass du jetzt dein Mikrofon wieder benutzt. Das hört man, die Soundqualität, ich will nicht sagen, die hört sich gut an, aber die hört sich besser an als letztes Mal, wo du angefangen hast zu flüstern und jedes Mal dann dein Mikrofon angesprungen ist und man dieses Gerausch im Hintergrund gehört hat. Und sein Mikrofon ist kein schlechtes. Das ist teuer. Ja? Mein Mikrofon ist super billig. So ein, weiß ich gar nicht, was für eine Marke das ist. Im Hintergrund habe ich 2 Ventilatoren laufen. Das sollte man eigentlich nicht hören, weil es das trotzdem rausschneidet. Aber bei Rainer, Qualität war ihm schon mal wichtiger als Klicks. Ja, jetzt habe ich schon 2 Minuten mit Geblödel vertan. Um was geht's heute? Heute im Vlog weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, über was ich groß reden soll. Ich habe heute... Der Vlog fängt wirklich an wie früher. Wahnsinn. Angefangen abzunehmen. Was? Das mache ich nochmal. Was? Heute im Vlog weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, über was ich groß reden soll. Ich habe heute angefangen abzunehmen. Du hast heute angefangen abzunehmen.
Nein, du hast vielleicht heute eine Diät angefangen. Ob ich dir das glaube, bleibt mal dahingestellt. Aber du fängst damit nicht heute an abzunehmen. Mit einer App. Ich schaue jetzt mal, ob die was taugt. Würde gerne. Ja. Rainer hat letztens ein Video gemacht. Er gibt immer anderen die Schuld. Ja, wisst ihr noch? Vor zwei Videos oder so. Vlog 138 oder 39, glaube 139 war es. Er gibt immer anderen die Schuld. Wenn er jetzt nicht abnimmt, ratet mal, wer schuld ist. Die App. Ein Review dazu machen, aber ich habe davon kein Okay von dem Entwickler und von den Leuten, die dahinter stehen. Das ist sehr schlau von dem Entwickler. Denn die wirst du nachher beschuldigen, wenn du nicht abnimmst. Also gibt es da natürlich dann auch keine Möglichkeit, dass ich das umsetze. Deswegen wird es das einfach halt ein bisschen, werde ich das halt einfach nebenbei mal wegen machen. Und ich glaube, für einen Produkttest brauchst du kein Okay von dem Entwickler. Du kannst selber sagen, hör mal, hier, das benutze ich jetzt und so weiter. Da brauchst du kein Okay für. Sonst würde es nämlich schlechte Tests auf YouTube nicht geben. Grund, warum ich abnehme oder abnehmen will. Rainer, jetzt könnte ich hier 100 Gründe aufzählen. Deine Gesundheit wäre der erste und wichtigste. Das hat eigentlich mehrere Gründe, mal abgesehen natürlich von den offensichtlichen, was meine Gesundheit angeht. Über die Situation. Situation? Mit der Tatsache wegen meinen Beinen. Irgendwann werden wir hier sitzen, Leute. Und schauen auf dieses Video zurück. Vielleicht in 2-3 Jahren, wenn das Game noch weitergeht. Mal schauen, vielleicht fährt er auch ein. Dann wird das hier vielleicht ein Klassik werden. Und da werden wir sagen, ey, wie viele Beine er damals noch hatte. Ich habe in den letzten 2 Jahren oder in den letzten 1,5 Jahren jetzt Probleme mit meinen Beinen. Rainer, seit Jahren. 5-6 Jahren erzählen wir dir das schon. Rainer, deine Beine, das sieht nicht gesund aus. Rainer, ist das im letzten Jahr auch aufgefallen? Hä? Wisst ihr noch den Discord-Mitschnitt, wo er Leuten Fotos von seinen Beinen geschickt hat, weil er dachte, die Freundin wäre eine Krankenschwester. So viel Angst hat er damals schon gehabt. Anstatt zum Arzt zu gehen, schickt er das an Leute, das soll sich mal die Freundin angucken. Schwierig. Das hat jetzt gestern Abend wieder angefangen, besonders schlimm zu werden und deswegen wickel ich die jetzt. Ich habe die jetzt auch gewickelt gerade. Ich würde euch. Er wickelt seine Beine ein. Bruder. Es hat gestern Abend angefangen, schlimm zu werden. Rainer, vielleicht Karma. Ja? Gestern Abend, beziehungsweise heute Morgen, fing es bei mir auch an, besonders schlimm zu werden. Ja, ihr habt mein letztes Video wahrscheinlich gesehen. Habt ihr sehr viel geliked. Ey, danke dafür. Eins meiner bestgelikten Videos. Vielen lieben Dank. Ganz viel Liebe an euch. Ich möchte euch mal in die Kamera zeigen, aber ich möchte es. Nein, Rainer, vergiss nicht, es schauen auch Kinder zu. Aufstehen. Ich lasse den Satz nochmal durchlaufen. Haben wieder angefangen, besonders schlimm zu werden und deswegen wickel ich die jetzt. Ich habe die jetzt auch gewickelt gerade. Ich würde es euch mal in die Kamera zeigen, aber ich möchte jetzt nicht aufstehen. Ja, vor allen Dingen ist es auch sehr schwierig. Vor allen Dingen ohne Hände, ne? Grüße gehen raus an Kare. Ganz viel Liebe, du Ehrenmann. Und anstatt zum Arzt zu gehen, wickelt Rainer seine Beine ein. Ja, es ist, natürlich, es ist Samstag. Aber Krankenhäuser haben immer auf. Jetzt in diesen Zeiten ist es schwierig. Man musste lange warten und so weiter. Aber wenn ich solche Schmerzen in den Beinen hätte und ich weiß, wie seine Beine aussehen. Wir alle wissen leider, wie seine Beine aussehen. Junge, ich hätte vor einem Jahr oder vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren schon im Krankenhaus gesessen. Und durch meine Haxen in die Kamera halten, deswegen, also aufstehen wir jetzt, kein Problem. Schwierig. Aber ich möchte jetzt euch nicht meine Haxen in die Kamera halten. Schaffst du sowieso nicht? Ja, dann schaffe ich das nicht. Das ist. Du schaffst es schon aufzustehen, aber ich glaube nicht ohne Hände. Völlig in Ordnung, Hater. Soll ich dir das Gegenteil beweisen, Reini? Ich könnte es einspielen hier. Sondern so beim vierten Versuch und dann. Ja, ja, ja. XYZ. Du kannst mich Ani nennen, wenn du magst. Schön, dass du das nicht in die Kommentare schreiben kannst. Dass ich trotzdem drauf. Oh, werden Kommentare wieder deaktiviert? Hoho!
drauf eingehe. Irgendwie Banane. Ich weiß nicht, ob seine Kommentare deaktiviert sind. Ich klicke nicht bei ihm. Ich schaue niemals ein Video bei ihm. Ich schaue immer beim Spiegellord. Falls ihr das Video beim Spiegellord noch nicht gefunden habt, liegt es vielleicht daran, dass ihr den neuen Spiegellord noch nicht abonniert habt. Der Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Da gucken wir auch gerade. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Okay. Ich hoffe, man hört die Musik im Hintergrund nicht. Ich habe die nur für mich ein bisschen... Rainer, warum hast du denn überhaupt Musik im Hintergrund laufen, wenn du Angst hast, dass man die hören kann? Es macht doch auch keinen Sinn dann. Ein bisschen laufen. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Die Sachen mit dem Abnehmen ist natürlich alles schön und gut. Warten wir es ab. Rainer, ich drück dir die Daumen, bin ich ganz ehrlich. Ich bin da nicht jemand, der sagt, hör mal, ich möchte gerne, dass er ein Bein verliert oder so. Das würde ich niemandem wünschen, meinem ärgsten Feind nicht. Ich hoffe, du schaffst das. Warum hoffe ich, dass er es schafft? Leute, es ändert sowieso nichts. Selbst wenn er aussehen würde wie Richie Gere in seinen besten Zeiten, sein Charakter bleibt der gleiche. Aber mal abgesehen von den gesundheitlichen Gründen... Überlegt mal damals, warum wollte Mona wohl nicht mit ihm kuscheln? Hat es noch einen wichtigeren Aspekt? Nein, Rainer, der gesundheitliche Grund sollte dein wichtigster Aspekt sein. Rainer, das sollte bei dir die höchste Priorität haben. Es wird nämlich eng langsam. Eng. Die Sache ist nämlich einer der vielen Gründe, das ist nur einer von vielen Gründen, aber einer von vielen Gründen, warum ich mich in der Öffentlichkeit schlecht anonym bewegen kann, ist mein Aussehen. Nein, Rainer, das ist dein Bekanntheitsgrad. Auch wenn du jetzt anders aussehen würdest, auch wieder ein wunderschönes Meme hier, lecker. Wenn du jetzt anders aussehen würdest, Rainer, du würdest das ja zeigen. Das ist doch egal. Auch wenn du dünner sein würdest, würde man dich erkennen. Ich rede jetzt nicht davon mit meinem Iro, was auch schon wieder nachgeschnitten gehört, links und rechts. Oder mir fällt noch was anderes ein, was da links und rechts hingehört. Grüße gehen raus an Hank. Liebe! Von meiner Art von Kleidungsstil, sondern ich rede tatsächlich von meinem Gewicht und von meinem Aussehen, von meinem optischen Aussehen. Denn ich habe erstens habe ich eine ziemlich starke Körperfülle. Ich habe in den letzten Jahren so viel zugenommen. Das ist sehr richtig. Starke Körperfülle könnte man es nennen. Nennen wir es so, okay. Und ich war aber auch in den letzten Jahren nicht in der Lage, mich sportlich zu betätigen. Doch, Rainer, du hattest ein Trimrad in deinem Haus. Und auch wenn das kaputt gegangen ist, du hättest ja auf Amazon hättest du dir für einen Huni oder für 200 ein neues kaufen können. Du hattest schon Möglichkeiten. Du hattest so ein Stretchband. Und selbst wenn man sowas nicht hat, Rainer, man kann Treppen hoch und runter laufen einfach. Man kann so viel tun. Ja? Du musst dafür nicht raus in den Wald, wenn du nicht willst. Was natürlich dann darin gegipfelt hat, dass ich zu Hause gesessen war und viel vorm Rechner und nichts gemacht habe, aber das ist mittlerweile... Ja, Rainer, aber du bist doch der einzige Indoor-Sportler, der aufs Wetter achtet. Du hast gesagt, ich kann nicht auf das Trimrad, es ist zu kalt draußen. Mittlerweile nicht mehr der Fall. Mittlerweile kann ich wieder vor die Tür gehen, mittlerweile kann ich wieder etwas unternehmen. Sagt er, nachdem er in dem vorletzten Video gesagt hat, dass er seit 4 Wochen zu Hause eingesperrt ist. Eingesperrter als je zuvor, hat er gesagt. Ja, er ist eingesperrter als je zuvor. Und jetzt sagt er, mittlerweile kann ich wieder alles. Okay. Scheint sich ja in 2 Tagen viel geändert zu haben. Mittlerweile kann ich auch Sport treiben und ich kann auch mittlerweile gesünder leben. Hättest du auch vorher gekonnt, Rainer. Hättest du nicht eine Tüte Chips reingerendert, sondern einen Apfel? Ne? Junge, wirklich jedes Frame. Es ist wunderschön einfach. Er ist aber auch ein wunderschöner Mensch, kann man nicht anders sagen. Deswegen werde ich das jetzt so machen, dass ich das jetzt mal in Angriff nehme. Das war sowieso von mir von vornherein geplant. Als ich irgendwann im Laufe dieses Jahres anfange, eigentlich wollte ich schon früher damit anfangen, habe auch zwischendurch schon ein bisschen aktiver versucht abzunehmen. Das hatte ich auch in... Rainer, wir haben dein Video gesehen, wo du da mit dem Cappy gesessen hast. Rainer, bin ich fast hinten rübergefallen. Du hast gerade gesagt, du hast viel zugenommen in letzter Zeit und jetzt erzählst du, du hast schon versucht abzunehmen. Irgendwas hat nicht funktioniert. Ne? War der Big Mac nicht so kalorienarm, wie du dachtest, oder was? In meinen Laufvideos und Spaßvideos und ja, ich habe seine Laufvideos kommentiert. Da vorne steht mein Auto. Oh, jetzt gehe ich mal wieder zurück. Das war sein Laufvideo. Der ist keine 10 Meter weit gekommen.
Wegsvideos auch gesagt, dass ich anfange abzunehmen, dass ich ein bisschen darauf achte, was ich esse. Das ging aber nicht so leicht, weil ich halt trotzdem... Nee, Rainer, abnehmen ist auch nicht leicht. Ich war dauernd auf Achse und so weiter, deswegen habe ich automatisch abgenommen, weil es einfach der Bewegungsmangel ist, der die letzten Jahre gefehlt hat, vor allem. Aber eben nicht nur. Und deswegen ist es letzten Endes jetzt so... Letzten Endes! Woo! Grüße gehen raus an Hicks, an Franz Bauer, an Quaffi, an Süßmulle. Ganz viel Liebe. Und diejenigen, die mich gefragt haben, ey, wer ist das eigentlich, den du immer grüßt? Das ist der Hicks Helder oder der Franz Bauer. Die beiden sind Ehrenmänner, die haben das Bingo eingeführt, das Wingel-Bingo, das ich dann übernehmen durfte. Und immer wenn letzten Endes kam, hat sich Hicks gefreut. Mich stört das gerade. Mich auch. Jetzt bin ich ein bisschen zu groß, sorry, aber mich stört das gerade, dass ich da... Ja, Rainer, mich auch. Ich warte jetzt noch ein paar Sekunden, bevor ich das Bild verschiebe hier. Wahrscheinlich mach das gleich nochmal. Ja, okay, vergiss das. Ich störe, dass das Glaskugelegge am Stissel. Das Mikro hier so abgehackt ist und hier mitten im Bild so reinhängt. Ich finde sowas immer schöner, wenn das ein bisschen geschickter gemacht ist. Ja, Rainer, das liegt aber an dir. So finde ich mich ein wenig zu unschick. Okay, egal. Da haben wir was gemeinsam. Solche Sachen sind ja so Sachen, die mich ablenken, ne? Mit meinem ADS und so. Ja, Rainer, und du hörst nebenbei Musik. Sachen, die dich ablenken. Und das sind jetzt 6 Minuten Video und es ist noch nichts mehr rausgekommen. Okay, zurück zum Thema. Wie gesagt, das Abnehmen muss man mal gucken. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit schon ein bisschen drauf geachtet, was ich esse. Aber auch eben nicht so extrem. Ich habe auch schon wieder viel zu viel Süßkram gegessen. Ich habe hier zum Beispiel auch eine Schachtel Pringles liegen, eine leere. Ich habe in letzter Zeit darauf geachtet, was ich esse. Ich habe in letzter Zeit zu viel Süßkram gegessen und hier liegt eine leere Schachtel Pringles. Wie passt dieser Satz nicht zusammen? Hausaufgabe. Dankeschön. Schreibt es mir in die Kommentare. Lell. Für den Algorithmus. Weil ich euch liebe und weil ihr mich liebt. Hoffentlich. Ich liebe euch. Was natürlich wieder völlig Banane ist. Also das ist jetzt erstmal Schluss damit. Nein, Rainer, Pringles sind keine Bananen, auch wenn du es gerne hättest. Das ist vielleicht einer der Gründe, dass du das denkst, dass das Abnehmen nicht so richtig funktioniert. Ist auch leer. Also von daher, es wird auch gar nichts nachgekauft jetzt erstmal. Würde ich eine Wette gegenhalten. Ich habe überlegt, dafür auf dem Hauptkanal, das muss ich mal schauen, wie ich das organisatorisch technisch hinbekomme. Aber auf meinem Hauptkanal werde ich eine Abstimmung machen. Ja, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ja, ja, klar. Für Mitglieder, also nur für Leute, die den Mitgliederrang haben. Ich habe ja nur noch einen Rang mittlerweile auf meinem Hauptkanal. Also das nochmal. Ah, und in deinem Vlog möchtest du jetzt diesen 5-Euro-Rang bewerben. Verstehe. Darum geht dieses Video. Dieses Videotagebuch. Dieses Prinzip, das du noch nicht verstanden hast. Dass ein Videotagebuch kein Werbevideo ist. Was du vorhin gesagt hast, auch wenn es nicht so lecker war, dass du deine Beine eingewickelt hast, dass du da Schmerzen hast und so weiter, das gehört in ein Videotagebuch. Dass du einen 5-Euro-Rang hast, das gehört da nicht rein. Mal soweit zum Ding. Da muss ich heute auch noch ein Video aufnehmen dazu. Ich habe auf meinem Hauptkanal nur noch einen Rang. Ja, und der scheint sich anscheinend nicht gut zu verkaufen, ne? Hast gedacht, dass die ganzen Dullis hier ihren 2-Euro- oder 1-Euro-Rang oder 3-Euro-Rang jetzt eintauschen gegen den 5-Euro-Rang, wa? Scheint nicht so richtig zu funktionieren. Wunderschön. Wunderschön einfach, dieser Mensch. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich auch nicht so schön bin. Dass ich nicht auch so schön bin. Und zwar den 5-Euro-Rang. Und, es gibt nur noch diesen einen Rang. Ich habe auch überlegt, ob ich wieder einen 100-Euro-Rang nochmal einführe zusätzlich. Ja, das war doch klar. Der billigere Rang fliegt raus, der teure Rang kommt rein und dann kommt der ganz teure Rang, der kommt auch nochmal dazu. Wieder jedes Meme, wirklich, jedes Frame, wirklich jedes Frame. Zusätzlich, also 5 Euro und 100 Euro. Der 100 Euro ist quasi ein bisschen für alle, die den Hatern ein wenig in den Arsch treten wollen, aber er hat halt... Ja, Rainer, toller Vorteil, wirklich, super. Er hat sonst keine Vorteile, das hatten wir ja vorher schon.
Aber ich kann halt auch keinen Verpflichtungen insoweit nachkommen. Nächste Woche wird es wieder Das, dafür bist du bekannt anscheinend, ne? Da, mehrere Firmen können das wohl bezeugen, habe ich gehört. Streamt ganz normal. Hoffe, das funktioniert auch alles, wie ich mir das vorstelle. Ankündigen. Aber darüber hinaus funktioniert das erstmal nicht. Was hat er jetzt gerade gesagt? Das ist, weil er Musik auf dem Kopf hat. Ich werde nächste Woche streamen, aber darüber hinaus funktioniert das nicht. Der Satz macht keinen Sinn. Schauen wir mal. Warum man überhaupt Kopfhörer tragen muss, wenn man so ein Labio. Warum lässt man sowas drin hier? Wisst ihr noch, wie er gesagt hat, oh, ich halte mir ganz anders immer die Hand vor den Mund als andere Menschen, weil ich so besonders bin? Tada. Entschuldigung. Schauen wir mal, wie es läuft. In den nächsten Tagen. Werde ich dann auf jeden Fall schauen, dass ich da wieder regelmäßig streame. Ein Video. Du hast doch gerade gesagt, das funktioniert nicht. Komisch. Video werde ich heute auf jeden Fall auch noch auf dem Hauptkanal hochladen. Das wird nur ein kleines Infovideo zum Thema. Ja, habe ich gerade eben schon gesehen. Spiegellord hat das Video heißt, so geht es weiter. Das gucken wir uns natürlich gleich an. Natürlich. Natürlich, Leute. Mitgliedschaft ist sein. Und eine Abstimmung, wie gesagt, will ich machen. Also wer auf dem Hauptkanal Mitglied ist, kann oder Mitglied werden will, um mit abzustimmen. Gibt auch andere Vorteile als nur das Abstimmen jetzt. Ja, ihr könnt zum Beispiel, könnt es den Hatern zeigen. Lell. Der kann gerne auch da mal reinschreiben. Und zwar soll die Abstimmung um das Thema Brot und Brötchen gehen. Ja. Ja. Brot und Brötchen. Na, warum nicht? Ob ihr das Thema Brot und Brötchen wieder haben möchtet. Ich weiß. Ja, von mir. Mach's einfach. Rainer, jetzt brauchst keine Abstimmung zu machen. Du willst nur Ränge verkaufen. Das ist alles. Du willst nur Ränge verkaufen. Mich wundert gerade, dass es keine Abstimmung gibt für vier Drachen und die Dullis oder vier Dullis in der Schanze oder vier Dullis in der Müllkippe oder wie das immer hieß. Keine Ahnung. Lell. Weil das ja dein angeblich beliebtestes Format war. Ja, aber das würde Arbeit verlangen. Und sich ein Brot zu schmieren, das machst du ja sowieso. Dann kannst du ja einen Frühstücksstream draus machen. In dem Frühstücksstream kannst du ja wieder ein YouTube-Video nebenbei machen, hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Weniger Arbeit. Viele wollen das wieder, aber es sind auch einfach viele Hater dabei, die einfach so verarschen. Wenn das, ich schreibe das auch noch in der Abstimmung mit dazu, wenn das wieder gewünscht wird, dass ich das mache, dann muss ich erst mal schauen, ob ich es umsetzen kann. Das heißt, man soll sich jetzt für 5 Euro eine Mitgliedschaft kaufen, darf dann abstimmen, aber er weiß noch nicht, ob er es macht. Das Abstimmen ist im Endeffekt für nichts. Das hat er jetzt gerade gesagt. Das, also einfach mal ins Deutsche übersetzt. Ihr könnt euch jetzt für 5 Euro eine Mitgliedschaft kaufen, dann dürft ihr abstimmen, ob es ein beliebtes Format, beliebt, wiedergibt. Und wenn ihr sagt, es soll es wieder geben, dann mal schauen, ob ich es mache. Das war jetzt die Aussage. Das heißt, ich muss mich dann erstmal selber ein bisschen damit auseinandersetzen. Womit, Rainer? Du sollst dir ein Brötchen schmieren. Damit willst du dich auseinandersetzen. Rainer, ich... Ruhig bleiben, Arni. Gestern ist vorbei, es ist ein neuer Tag, cool bleiben. Wie ich das... Das kannst du nachher rausschneiden. Videotechnisch umsetze. Ich kann es erst... Rainer, halt die Kamera auf eine Stulle. Ach komm, es... Man nur mit der Kamera hier machen, also sprich, ich kann es nur hier am Rechner machen, weil es letzten Endes anders nicht möglich ist. Es ist nicht möglich, in der Küche das aufzunehmen oder so. Weil du im Keller keine Küche hast. Mal wie er sich gerade selbst erwischt hat. Oh! Hätte ich das jetzt sagen sollen? Weil schlicht und ergreifend... Weil Marion die Küche besetzt. ...greifend in der Küche, ich momentan keine Kamera habe. Ich habe allerdings auch überlegt, ob ich mir einfach für ein paar tausend Euro... Für ein paar hundert Euro, für etwa ein Tausender noch eine neue Kamera zulege. Rainer, es reicht irgendeine Billigkamera.
Wir wissen, wie dein Content aussieht. Du brauchst keine 3D-4K-Kamera. Erstmal guckt sich den. Na, guckt sich sowieso keiner in 4K an. Rainer, eine Kamera für 99 Euro oder so, die wird's tun. Die wird's einfach tun. Dein Content wird nicht durch eine teure Kamera besser. Es liegt nicht am Equipment. Ich hatte sowieso vor, mir eine neue Kamera zuzulegen. Das habe ich schon ewig vor, das wisst ihr ja, das habe ich auch immer wieder mal gesagt. Du erzählst immer mal wieder so viel. Ich habe schon ewig vor, mir eine neue Kamera zuzulegen, aber im Moment habe ich eben keine. Und das ist... Sonst müsstest du ja auch keine zulegen. Das hat auch so ein bisschen ein Problem. Hilft halt jetzt im Moment nichts. Ansonsten, gibt es zu dem Thema eigentlich auch nicht weiter was zu sagen. Also wir schauen jetzt erst einmal die Wahrscheinlichkeit, also erst einmal ist die Abstimmung entscheidend. Und wenn die Abstimmung... Ja, Rainer, die Abstimmung ist so entscheidend, dass du danach nicht weißt, ob du das Versprochene umsetzen wirst. Ich weiß nicht, ob man das schon Betrug nennen kann. Er kündigt es ja an, es trotzdem nicht zu machen. Ich weiß nicht, ob man das schon so nennen kann. Weiß ich nicht. Ob man jetzt sagen kann, hier, ich stimme, ihr könnt, einer eurer Vorteile ist, ihr könnt über etwas abstimmen und wenn es dann nicht kommt, ob das schon in diesem Bereich fällt. Aber er sagt ja von vornherein, ich weiß sowieso nicht, ob ich es mache. Wenn es positiv für das Video ausfällt, dann muss ich schauen, wie ich es umsetze. Also es ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass ich es mache. Das schreibe ich aber. Ja, wie gesagt, das ist. Damit ist die Abstimmung unwichtig. Auch entsprechend in die Abstimmung mit rein. Genau. Wenn Reini sagt, er weiß noch nicht, ob er es macht. Also bis jetzt heißt das, so wie ich ihn kennengelernt habe, heißt das für mich, er macht es nicht. Das ist meine Meinung. Ansonsten, auf dem Hauptkanal werden heute, denke ich, zwei Videos kommen. Einmal ein Infovideo, unter anderem auch zum Thema Abstimmung und zum Thema, wie es weitergeht. Und einmal ein Video speziell für die Mitglieder, die Mitgliedschaft erwerben wollen. Dann Rainer, wenn du ein Video machst, nur für Mitglieder, ist es sinnfrei, dafür Werbung für den Mitgliederrang zu machen, weil die Leute, die es dann sehen werden, den Mitgliederrang schon haben. Die Leute, die du ansprechen willst, die den Mitgliederrang kaufen sollen, die können das Video nicht sehen. Dann bin ich mit dem Vlog eigentlich auch soweit durch. Du meinst mit dem Werbevideo? Heute, denke ich. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, im nächsten Stream, im nächsten Vlog. Der nächste Vlog wird morgen kommen, ganz normal. Ich hoffe, dass ich ihn nicht wieder so spät mache wie gestern. Gestern war ja echt zu spät. Ich habe ihn ja gestern um 3 Uhr nachts aufgenommen. Ja, einer weiß ich. Ich habe ihn kurze Zeit später aufgenommen. Nicht ganz so cool. Stimmt. Zumal ich auch versuchen möchte, möglichst leise zu sein nachts und so weiter. Es soll möglichst keiner von den Nachbarn oder so mitbekommen, wo ich lebe. Du meinst, Marion soll dich mitbekommen, dass du Videos machst? Ich weiß zwar nicht, ob hier Hater wohnen, aber man muss es ja nicht riskieren. Und selbst wenn hier keine Hater wohnen, es kann immer mal einer am Fenster vorbeilaufen. Es ist eine belebte Stadt. 4D-Schach, ne? Guck mal, wie er sich selber das Grinsen verkneifen muss. Er muss sich selber wirklich das Grinsen verkneifen. Ich mach das nochmal an. Ich mach 5 Sekunden zurück. Wenn er dann sagt, belebte Stadt. Guck mal, wie er dann selber das Grinsen verkneifen muss. Es kann immer mal einer am Fenster vorbeilaufen. Es ist eine belebte Stadt. Damit habe ich vielleicht schon zu viel... Ja, komm, ist gut, komm. Wie gesagt. Es ist auf jeden Fall... Ja, damit hast du dich... Das war's, Rainer. Es gibt in Deutschland nur eine belebte Stadt. Und in der ist Marion der Bürgermeister anscheinend. Auf jeden Fall viel los vor der Haustür, auch nachts, vor allem am Wochenende. Und gestern war ja Freitag. Da laufen alle paar Minuten Leute vor der Haustür vorbei. Kleiner Funfact, war früher auch schon so. Ja, ist auch egal. Jedenfalls ist es wirklich schwierig, das alles auf die Kette zu kriegen. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel gesagt und bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Tschüss, tschüss. Ja, Rainer, schönes Werbevideo. Ich gehe mal kurz hin, das nächste abchecken. Also, ich schau mal im Schirm beim Spiegel, Leute. So, Video gefunden. Das geht nochmal 12 Minuten.
Let's go. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Und die Soundqualität wieder herrlich, wundervoll. Heute mit einem kurzen Infovideo und nachher nochmal mit einem kurzen, ja eigentlich auch mit dem Infovideo, aber speziell zum Thema Mitgliedschaften. Da haben wir ja ein paar Sachen geändert in der letzten Zeit. Eine Sache. Du hast nur noch einen Mitgliederrang. Und dieser Fehler ist im Greenscreen immer noch drin. Deswegen wollte ich das mal ein bisschen verdeutlichen. So, fangen wir vorne an. Was ist auf dem Hauptkanal jetzt eigentlich los? Ich mache mit... Ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will. Mittlerweile wieder einen Vlog-Kanal. Ich habe auch wieder einen Gaming-Kanal. Link in der Videobeschreibung. Gaming-Kanal muss ich noch schauen. Das wird weniger ein Gaming-Kanal für Let's Plays, sondern eher ein Gaming-Kanal für Aufnahmen von Spielen, beziehungsweise... Das sind Let's Plays. Bruder! 10 Jahre Profi-YouTuber. Hört euch diese Soundqualität an. 10 Jahre Profi-YouTuber. Ich drehe mal einfach ein bisschen lauter hier. Auf Verdacht. Ich hoffe, das ist okay. So. 10 Jahre Profi-YouTuber, Soundqualität vom Allerfeinsten und weiß nicht, was ein Let's Play ist. Okay. Für, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Also auf jeden Fall sollen Tutorials auf dem Kanal kommen und Informationsvideos zu dem Thema Videospiele. Aber nicht nur. Es sollen auch Informationen und Videos kommen für andere Sachen. Warum ist es dann ein Gaming-Kanal? Ich schwanke. Das kann ich mir vorstellen. Momentan bei dem Gedanken, ob ich wieder den Dragon Monday zurückhole. Bitte. Live wahrscheinlich nicht, ist mir zu gefährlich. Ist auch Quatsch. Leider. Machen vernünftig. Irgendwann mal. Vernünftig. Eine Folge wenigstens. Gefährlich, aber als Video. Jetzt muss ich aber noch genauer schauen, wie ich das umsetze. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Muss ich mal drüber nachdenken. Ist gut. Dragon Monday. Jeder, der mich kennt und jeder, der meine Videos und Streams verfolgt, weiß, dass der schaut den Dragon Monday nicht am Montag bei ihm, sondern am Dienstag bei mir. Live. Dragon Monday für mich immer so eine Sache ist, ich versuche den möglichst professionell zu machen. Versuchst du, aber es scheint dir offenbar nicht zu gelingen. Ohne halt irgendwie den eigentlichen Stil davon kaputt zu machen und trotzdem ein bisschen meinen eigenen Flair damit reinzubringen. Es ist nicht so einfach. Das ist, warum ziehst du jetzt Flair damit rein? Eine Aufgabe, die ein bisschen schwieriger ist. Zumal ich ein ziemlicher Noob, was das angeht, bin. Ja, komisch. Und das nach 10 Jahren in deinem Beruf. Das, was du Beruf nennst. Nach 10 Jahren bist du da immer noch ein Noob drin. Renner, das sollte dir sagen, dass der Beruf vielleicht nichts für dich ist. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich versuch's auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Der Link in die Beschreibung dazu wird wahrscheinlich nicht nötig sein. Wenn ich dran denke, mache ich ihn trotzdem mit rein. Dann findet ihr entweder auf meinem Kanal, da habt ihr ja Kanal, da habt ihr Übersicht und so weiter und dann kommt auch Community irgendwann, also Übersicht, Videos, Playlisten. Ja, Rainer, wir wissen, wie ein Kanal aussieht. Ich glaube, dann kommt sogar schon Community und unter Community wird es einen Post geben für alle, die den Mitgliederrang Drachi haben. Es gibt ja nur den einen Rang. Wird es eine Abstimmung geben zum Thema Brot und Brötchen. Rainer, dieses Werbevideo habe ich irgendwo schon mal gesehen. War es vielleicht ein Vlog? Thema Brot- und Brötchen-Videos wieder machen soll. Ich muss hier deutlich dazu sagen, bevor ihr euch jetzt zu früh freut. Dass du es sowieso nicht machen wirst, egal wie die Abstimmung ausfällt. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Abstimmung auf Ja bitte ruhen wird. Also viele von euch werden wahrscheinlich... Ja, natürlich. Deswegen möchtest du ja auch, weil du weißt, das wollen die Leute sehen... Du hoffst, dass die Leute dafür was kaufen und wirst es dann nicht liefern. Seien wir doch ganz ehrlich, sagen wir doch, wie es ist. Ups. Technik-Dulli. Ja, macht es wieder auf jeden Fall, das wird super. Aber ich garantiere euch, dass ich jetzt schon sagen kann, ich weiß es noch nicht, ob ich es umsetzen kann. Warum verkaufst du dann diesen Rang? Warum gibst du dann für diesen Rang...
Warum machst du dafür Werbung, dass die Leute was abstimmen können, wenn du es nachher sowieso nicht machst? Das macht doch keinen Sinn. Ich meine, wenigstens ist er ehrlich genug und sagt es gleich am Anfang. Ja, aber er könnte direkt sagen, Leute, mache ich eh nicht. Lasst es. Ich merke, das sieht irgendwie ganz geil aus, wenn das hier so aus dem... Nein, tut es nicht, finde ich. Da oben so das Licht reinscheint. Ja, ihr seht immer, ich versuche immer irgendwie was zu verbessern. Ja, Rainer, aber das könntest du vor dem Video machen, nicht während des Videos. Verstehst du? Ich versuche immer was zu verbessern. Leute, da, ich habe danach verlangt. Da ist es. Bruder, das wird immer größer. Und das bei der Kameraqualität. Kannst 1A erkennen. Karius Baktus lässt grüßen, Raini. Okay, ja, kommen wir mal, wie gesagt, zum eigentlichen Punkt ist. Gleich das Greenscreen total scheiße ausgekittet ist hier an der Seite. Vor allem mit der Hand. Ja, Rainer, es ist wirklich so. Da hast du recht. Du versuchst immer besser zu machen. Das ist jetzt das vierte Video in Folge, das so aussieht. Hand geht's, ne? Aber wenn die Hand wegnimmt. Das kriselt so komisch. Die Kriselkretze. Ja. Ja, ich und Qualität halt, ne? Oh, was ist denn da beim Sound passiert? Egal. Also, zum eigentlichen Thema. Jetzt könnte er vielleicht zu laut sein, ne? Ist egal. Komm, Leute, ihr hört seine Stimme doch gerne. Ich persönlich möchte das Ganze wirklich so machen, dass wir da die Abstimmung machen, aber die Abstimmung nicht hundertprozentig heißt, dass es auch wieder kommen wird. Warum dann die Abstimmung? Damit die Leute 5 Euro ausgeben. Das Problem daran ist, ich muss ein bisschen schauen. Erst einmal muss ich schauen, dass ich mir eine neue Kamera zulege. Da meine Kamera derzeit ja die Polizei hat. Und selbst wenn sie es nicht hätte, ich müsste sowieso schauen, dass ich meine neue Kamera mir zulege, weil die alte Kamera einfach zu alt ist. Rainer, nachdem du letztes Video oder vorletztes Video den Hatern etwas Schlimmes unterstellt hast, den Wolde-Hates, dann sag doch mal, warum die Polizei deine Kamera hat. Hm? Merkst du gerade selber, ne? Ich benutze, seit ich YouTube mache, benutze ich diese Kamera seit über 10, fast 11 Jahre. Und, oder es werden jetzt sogar schon bald 11 Jahre, dass ich die Kamera benutze im November. Ich habe mir die Mitte, Ende November 2011 gekauft. Und seitdem benutze ich nur diese Kamera eigentlich. Außer mal für Handys oder so, so Handyaufnahmen. Interessiert niemanden. Zum Thema. Vielleicht euch, aber mich nicht, aber. Handy, ich habe übrigens ein neues Handy. Glückwunsch oder so? Keine Ahnung. Sag doch mal, Raini, wo ist denn dein altes? Hm? An derselben Stelle, wo deine Kamera gerade ist, hä? Genau. Volles Monster. Das ist voll der Backstein. Das ist noch genug. Ja, Rainer, komm, Survival-Handy oder was? Erzähl uns einen. Größer ist mein Okitel. Ist aber auch ein Okitel. Das ist WB19. Ja. Auf dem Vlog-Kanal kommen übrigens auch regelmäßig wieder Videos. Also auf dem Vlog-Kanal kommen jeden Tag Vlogs. Die sind nicht jeden... Ich weiß, Rainer. Guck ich ja. Jeden Tag interessant, aber es kommt auf jeden Fall jeden Tag was. Und auf dem Gaming-Kanal, ich habe wieder einen Gaming-Kanal, habe ich hier, glaube ich, auch gerade schon gesagt, in der Videobeschreibung der Link. Wenn ihr wollt, wenn ihr es wirklich wollt, schaue ich da auch mal rein. Aber nur, wenn es Zusammenfassungen gibt. Dieses Gaming von ihm ist halt unglaublich öde, finde ich. Und weiß ich ja nicht, was ich da kommentieren soll. Also wenn da mal irgendwie so Aussagen kommen, die wieder jenseits von Gut und Böse sind, klar. Ansonsten, wenn ihr wollt, werde ich schauen, ob es eine Zusammenfassung gibt oder so von Winklers Liste, von Rändern hochladen oder so. Ansonsten lieber nicht. Da kommen hoffentlich bald auch regelmäßig wieder Videos. Vielleicht nicht jeden Tag, aber so alle paar Tage. Ich fasse es hier schon mal kurz zusammen. Ich werde aber nochmal ein extra Video dazu machen, auch weil ich das dann mit verlinken werde für die Mitgliedschaften. Es gibt in Zukunft nur noch eine Mitgliedschaft, wobei... Ich höre seit 2 Videos nur Mitgliedschaft, Mitgliedschaft, Mitgliedschaft. Weil ich am Überlegen war und bin, ob ich nicht eine 100 Euro... Es scheint nicht zu laufen.
Mitgliedschaft nochmal mache, einfach damit man den Hatern besonders stark in den Arsch treten kann, wenn man das selber möchte. Aber auf der anderen Seite finde ich das halt auch irgendwie dämlich. Da sind wir schon zwei. Wenn eine 100€ Mitgliedschaft kommen würde, das könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung machen, schreiben. Muss ja niemand holen. Nein, Rainer, man kann nicht in deine Videobeschreibung schreiben. Ich könnte euch keine Vorteile dafür bieten, aber ich würde es so machen, dass man halt das auch dann entsprechend lesen kann. Ansonsten halt die 5€ Mitgliedschaft, die reicht vollkommen. Damit habt ihr alle Vorteile, die ihr so auch mit den anderen Mitgliedschaften habt. Oder? Ich zähle sie mal kurz auf. Ende. Hattet. Einfach weil ich habe einfach keine Möglichkeit, euch irgendwelche Vorteile zu bieten, was an höheren oder niedrigeren Rang. Also niedrigeren Rang würde natürlich immer gehen, weil es finanziell. Die Vorteile, also die Möglichkeiten hättest du schon. Du willst es nur nicht. Sei mal ganz ehrlich, du bist vielleicht nicht der fleißigste Mensch auf diesem Planeten. Wenn es anders wäre. Aber es würde halt einfach keinen anderen Rang rechtfertigen. Und dem. Du kannst auch diesen 5€-Rang nicht rechtfertigen. Das hindert dich auch nicht daran, den da einzufügen. Entsprechend würde ich es ja das so machen, dass man es halt einfach dabei belässt und einfach mal einen Rang macht. Ich habe eigentlich von Anfang an gedacht, dass ein Rang reichen würde, maximal 2 Ränge. Und hast dann 15 reingehauen. Macht Sinn. Weil ein Rang wäre halt eigentlich wie bei Twitch. Oder früher bei Twitch. Ich weiß nicht, heute gibt es da glaube ich auch verschiedene Möglichkeiten. Rainer, warum bist du denn nicht bei Twitch? Ah, wie, du darfst das... Ah, oh, okay. Und bei YouNow? Ah, ach so. Und bei Hitbox und so gut wie jeder anderen Plattform außer YouTube? Immer der gleiche Grund? Okay. Aber früher war es so bei Twitch, dass wenn man an 5€ wenn man eine Mitgliedschaft gekauft hat, hat etwa 5€ gekostet. Das gleiche war auf YouNow. Und ich kenne mich damit echt nicht aus. Ich weiß es echt nicht. Ich kenne mich mit Mitgliedschaften überhaupt nicht aus. Ich finde 5€ ist vollkommen in Ordnung. Ich hatte auch schon mal überlegt, irgendwie sowas zu machen, damit man irgendwas reinschreiben kann, aber das kann man ja nicht. Ich dachte so dass man dann beim Chat, also beim Livestream irgendwas reinschreiben kann, wollte ich irgendwie mal überlegen, so einen 99-Cent-Rang zu machen oder so. Das Problem ist, habe ich sowas, wäre ich verpflichtet, Videos zu machen. Und ich möchte ja eigentlich lieber auch Spaß machen. Für eine Mitgliedschaft. Das kann man machen. Das und man kann auch bei 99-Cent-Rängen nichts reinschreiben. Da müsste man diese Spendenzeug da anmachen. Das will ich auch nicht. Ich habe auch mehrere Mitgliedschaften auf Twitch. Ich habe ein paar Lieblingsstreamer, die ich verfolge. Und da habe ich auch 5€. Oh, ich glaube, er redet von mir. Mitgliedschaften und auch nicht mehr. Und das reicht vollkommen, finde ich. Gut, so viel zu dem Thema. Wie gesagt, zeig mir einen Streamer, bei dem du eine 5€ Mitgliedschaft hast, möchte ich gerne sehen. Möchte ich wirklich gerne sehen. Ich habe das auch nicht, ich habe nirgendwo eine Mitgliedschaft, ja. Ich bin im Rocket Beans Supporters Club, wenn das ist ungefähr vergleichbar. Kauf mir da auch ab und zu mal Merch. Ist das Einzige, was ich ja wirklich unterstütze. Dazu wird noch ein eigenes Video kommen. Dann würde ich sagen, das war's eigentlich zu dem Thema auch. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein, da findet ihr meinen Gaming-Kanal. Da ist aktuell aber nur ein Video drauf, also da kommen erst die Tage noch was. Ich muss jetzt kommende Woche mal in Angriff nehmen. Ab kommender Woche wird es übrigens wieder die Streams geben. Ich hoffe, ich verspreche jetzt nicht so viel. Montag, Mittwoch, Freitag. Der Grund, warum ich euch das immer verspreche, aber leider nicht einhalten kann, ist, dass du möchtest, dass die Leute einen 5€ Rang kaufen. Ja, mehr eigentlich nicht so, ne? Sind Hater. Ach komm, na, lass die Leier laufen, komm. Spiel ab die Platte. Das heißt jetzt wieder, ich schieb alles auf die Hater, aber es ist eine Tatsache. Alles. Ja, es ist eine Tatsache. Dass ich aufgrund von Hater-Aktivitäten nicht immer streamen kann. Das ist ja nichts Neues, das war ja auch früher schon der Fall. Ist im Moment. Du meinst aufgrund deines hohen Skills, dass du eine IP-Adresse im Stream zeigst und so. Natürlich noch gefährlicher, weil natürlich niemand rausfinden soll, wo ich wohne. Ich hoffe es für dich, ganz ehrlich. Und wenn es nur für die Nachbarn ist. Oder besser gesagt, wo ich bin. Und dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video geht noch 4 Minuten. Bis halt im nächsten Stream, im nächsten Video wieder mit dabei.
Und wie gesagt, schaut auch vielleicht nochmal ins Mitgliedervideo rein, beziehungsweise wenn ihr Mitglied werdet, wird es ab dem Zeitpunkt, wo es dann veröffentlicht ist, auch mit drinnen stehen. In dieses Mitgliedervideo werde ich gleich nicht reinschauen, weil dir YouTube da gerne mal die Prügel nachschmeißt. Ja, wenn ich hier Videos zeige, die man eigentlich bezahlen müsste und ich sie for free bieten würde, dann schmeißen die mir die Prügel raus. Da sind die ein bisschen empfindlich. Die wollen ja auch ihre Kohlen verdienen. Dann danke ich euch, haut rein, euer Drache und tschö tschö. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Warte mal, ich schau mal kurz. Hä? Ist es die ganze Zeit Blackscreen? 4 Minuten lang Blackscreen. Profi-YouTuber. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler von Spiegellaut ist. Ich will mich jetzt aber auch nicht vergewissern, indem ich beim Reini auf dem Kanal schaue. Ich guck nochmal, ob beim Spiegellaut hier irgendwas anderes ist, was wir noch nicht gesehen haben. Nur das Mitgliedervideo und das Deponia-Video. Aber das Deponia-Video geht eine Stunde. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich, wenn ich mir das bei Gronkh anschaue, wird es das Gleiche sein, nur witziger. Gut, Leute, wie gesagt, dieses Mitgliedschaften-Ding hier. Einen Moment, man. So, ich habe mich jetzt gerade doch nochmal vergewissert. Ich bin mal kurz auf seinen Kanal gegangen. Ob dieses Video für jeden frei zugänglich ist, das ist es nicht. Ja. Deswegen kann ich es leider... Ey, sorry, aber die schmeißen mir echt die Prügeln aus. Ja, ansonsten, ihr wisst, es gibt viele Kanäle. Ja, das würde ich dabei sagen einfach. Es gibt viele Kanäle, ne? Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ich es mir nicht alleine antun musste. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video wieder. Bis dahin. Passt gut auf euch auf. Werdet oder bleibt gesund. Ganz viel Liebe an euch. Und hier verlinke ich euch jetzt noch 2 andere Videos. Falls ihr noch Bock auf mehr habt. Ja. Liebe. Und Metal Love.